Und dann geht Abraham zu seiner Magd Hagar und sie geht in die Wüste und ist mit ihrem Sohn Ismael am Verdursten. Und dann nicht alles, wo man früher, nicht alle Zeichnungen, von denen man früher dachte, sie seien von Rembrandt, sind von Rembrandt. Die Ursache der Verwechslung liegt darin, dass Rembrandt, Hollands größter Künstler im 17. Jahrhundert, eine große Werkstatt hatte. Die Schüler mussten bezahlen. Die kamen zu Rembrandt wegen des großen Rufes und Ruhmes, den er hatte. Und ein Hauptteil der Ausbildung bestand im Zeichenunterricht. Das gehörte dazu, der Zeichenunterricht. Und die Schüler haben nicht nur dieselben Themen behandelt wie Rembrandt, sondern auch dieselben Stile benutzt. Sie haben seinen Rembrandts Zeichenstil, könnte man sagen, imitiert, nachgeahmt. Deswegen sehen die Zeichnungen der Rembrandt-Schüler ebenso ähnlich aus oder genauso aus wie die Zeichnungen von Rembrandt. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Strichführung bei Rembrandt viel differenzierter ist und nuancierter ist als bei den Schülern. Die Schüler übernehmen den Strich, aber diese Nuanciertheit, also diesen variationsreichen Strich, das gelingt ihnen in der Regel nicht. Sie sind meistens in der Strichführung, sag ich mal, gleichförmiger. Auf dem Kunstmarkt hätten sie natürlich einen geringeren Wert, ganz klar. Wenn eine Rembrandt-Zeichnung, sage ich jetzt mal, mit 2,8 Millionen auf den Kunstmarkt bringen würde, vielleicht bei Sotheby's oder Christie's, hätte ein Schülerblatt vielleicht nur 180.000 Euro. So. Das macht natürlich für den Händler und für den Markt viel aus. Ich finde aber, es entstehen neue Oeuvres, neue Werke von Schülern, die auch ihr eigenes Recht haben, entdeckt zu werden. Und die sind ja auch nicht schlecht. Immerhin wurden die Zeichnungen ja früher auch als Originale des Meisters, also von Rembrandt, anerkannt. Also es sind ja auch keine schlechten Zeichnungen. Und Sie haben recht, man muss die in ihrem eigenen Wert auch schätzen und, denke ich, anerkennen. Das finde ich wichtig. Der Markt, der Handel würde es natürlich etwas anders sehen, ist klar.